Chrisanthi Tikavasi ist schwanger. Wird ihr Babybauch bei gute Zeiten, schlechte Zeiten eingebaut? Für Laura, Chrisanthi Tikavasi und John, Felix von Jascherow, gab es nach dem ganzen Drama endlich ein Happy End. Vor kurzem haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben. Folgt jetzt ein gemeinsames Baby? Bekommen Laura und John Nachwuchs? Gerade erst haben Darstellerin Chrisanthi und ihr Ehemann Tom Beck verkündet, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. Im Frühjahr 2024 soll ihr Baby auf die Welt kommen. Bis Anfang des Jahres wird sie aber weiterhin vor Kamera stehen. Wird ihre Schwangerschaft sogar Teil der Serie? Die Fans hoffen, dass auch ihre Serienfigur Laura ein Baby bekommt. Kann man den Kugelbauch bitte bei GZSZ einbauen? Wäre doch schön, wenn Laura und John Eltern werden, schlägt eine Userin auf Instagram vor. Auch eine andere hakt nach, bekommen wir ein Serienbaby? Bleibt abzuwarten, ob die Macher die Wünsche der Fans erhören. Flitterwochen mit Hindernissen. Zuerst geht es für Laura und John aber erstmal in die Flitterwochen nach Paris. Doch aus dem romantischen Trip wird schnell ein Albtraum. Chrisanthi verrät bereits gegenüber RTL, meine Rolle hütete ein dunkles Geheimnis, von dem John nichts wusste. Auch dieses führt sie nach Paris. Die Reise ist also nicht nur der krönende Abschluss ihrer Hochzeit, sondern Laura verfolgt einen Plan, den sie in der Hauptstadt der Liebe endlich vollenden möchte, für sich selbst, für John und für ihre gemeinsame Zukunft? Das wird sich zeigen. Ihr seid neugierig, wie es bei Laura und John weitergeht? Hier bei RTL Plus könnt ihr die neuen Folgen von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten bereits vorab streamen.